Hey Leute, was geht? Prunes, dann herzlich willkommen zur ersten Episode Steal or No Steal in FIFA 21. Eine der beliebtesten Serien hier auf meinem Channel ist wieder zurück und ich habe absolut Bock. Für die, die nicht wissen, worum es sich bei Steal or No Steal handelt, erkläre ich einmal ganz kurz die Serie. Zu Beginn haben wir ein komplettes Bronze-Team, bei dem kein Spieler zu einem anderen eine Verbindung hat. Das heißt, wir haben schlechte Spieler mit einer extrem schlechten Chemie. Und unser Ziel ist es, dieses Team im Laufe der Serie immer weiter zu verbessern, bis wir am Ende dieser Serie das bestmögliche Team haben, das man in diesem FIFA zusammenbauen kann. Dafür wollen wir Icons, Team of the Year Karten, Team of the Season Karten und am Ende der Serie in unserem Team haben. Das ist immer ein richtig harter und schwerer Weg, aber die letzten FIFA-Teile haben wir es immer richtig gut hinbekommen, uns im Laufe der Episoden das perfekte Team zusammenzubauen. Und ich bin confident, dass wir es auch in diesem FIFA wieder schaffen, uns von Episode zu verbessern. Unser Team verbessern können wir, indem wir gegen zufällige Online-Gegner spielen. Und wenn wir diese besiegen, dann bekommen wir den besten Spieler aus der gegnerischen Mannschaft für unser Team und kriegen so ein gutes Upgrade. Wenn wir jedoch die Matches gegen die zufälligen Online-Gegner verlieren, dann müssen wir uns den schlechtesten Spieler aus seiner Mannschaft holen und kriegen so natürlich ein Downgrade. Das heißt, je nachdem wie wir performen, verbessern wir oder verschlechtern wir unser Team. Und ich finde, genau das macht den Reiz dieser Serie aus. Genau deshalb ist Steal or No Steal so cool, weil es eine Mischung aus Glück und Skill ist. Zum einen braucht man Glück, dass man auf Gegner trifft, die genau die Spieler haben, die man selber bekommen möchte. Wenn wir im Laufe der Serie nie auf einen Gegner treffen, der Cristiano Ronaldo hat, dann werden wir im Laufe der Serie auch nie an einen Cristiano Ronaldo rankommen. Aber wenn wir irgendwann einen Gegner finden, der Cristiano Ronaldo in seinem Team hat, dann müssen wir auch noch alles geben und das Spiel gewinnen, denn wenn wir verlieren, dann bekommen wir trotzdem keinen Cristiano Ronaldo. Ich habe richtig Bock, erst recht die ersten Episoden sind immer so hart, weil man mit diesem Bronze-Team ohne Chemie einen absoluten Nachteil gegen die Gegner hat. Also ich hoffe, dass wir in der ersten Folge zumindest einen Sieg schon mal einfahren können und uns schon mal ein Upgrade holen. Und wenn ihr auch richtig Bock auf die Serie Steal or No Steal in FIFA 21 habt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der das Projekt mit einem Daumen nach oben supportet. Und ich freue mich auch über jeden, der den Channel abonniert, um keine Videos und keine Streams mehr zu verpassen. Hier haben wir das Team, mit dem wir zu Beginn an den Start gehen. Wir haben Urminski im Tor, Linksverteidiger Sorensen. Dann haben wir Nuhu und Dobrovolch in der Innenverteidigung. Fosse ist Rechtsverteidiger, Nyon Gabide ist rechter Mittelfeldspieler, Choi und Okello haben wir im Mittelfeld, linker Mittelfeldspieler ist Nayarin, dann haben wir vorne Embo und Pangop, also offiziell alles Namen, die ich in meinem Leben noch nicht gehört habe und ich glaube, wir müssen gleich alles geben, um in einem der Matches, die wir hier in der ersten Folge machen, irgendwie einen Sieg zu holen. Das Gute ist, dadurch, dass das Team schon so schlecht ist, können wir es im Falle einer Niederlage auch nicht verschlechtern. Denn es gibt natürlich nur einen Loser's Prize für uns, wenn der schlechteste Spieler des Gegners schlechter ist als die Spieler, die wir haben. Wenn der Gegner ein volles Icon-Team hat und wir gegen ihn verlieren, kriegen wir natürlich nicht seine schlechteste Icon, sondern momentan müsste der Gegner einen Bronzespieler in seinem Team haben, einen schlechten Bronzespieler, um uns zu downgraden. Das ist sehr unrealistisch. Das heißt, im ersten Match werden wir uns auf jeden Fall noch nicht downgraden können. Aber darum geht es nicht. Wir wollen uns auch direkt upgraden und wir suchen uns gleich mal den ersten Gegner raus. Okay, let's go. Unser erster Gegner ist am Start und er hat ein Bundesliga-Team. Ich finde es übrigens richtig nice, dass man jetzt vor den Partien endlich mal wieder die gegnerische Mannschaft sieht, wenn man ein random Online-Freundschaftsspiel macht. Er hat auf jeden Fall einen kranken Teamvorteil. Wir müssen eigentlich versuchen, möglichst lange die Null zu halten und dann hinten raus irgendwann ein Tor zu machen. Wenn wir diese Partie für uns entscheiden, dann bekommen wir mit Birki schon mal einen ziemlich sicheren Rückhalt für unser Tor. Und da der Gegner keine einzige Bronzekarte in seiner Startelf hat, gibt es für dieses Match keinen Loser's Prize. Gucken, ob wir hier irgendwo eine Lücke reißen können. Ah, hier stehen viele Verteidiger hinten. Aber wow, wir brauchen nur einmal ein bisschen Platz und der Platz ist da. Fuck. Mit Dribbling kommen wir vielleicht durch. Der hier hat 4. Das ist der einzige mit 4. Komm, zeig, was du kannst. Einmal noch hinter ihm lang. Oh mein Gott, das war so clean. Das war so clean, Digga. Was ein geiles Tor. Ich glaube, über diesen Mann wird sehr, sehr viel gehen am Anfang von Steal or No Steal, weil er der einzige im Team ist, der ein bisschen tricksen kann. Ihr wisst, Tricks sind für mich wichtig. Mit Tricks kann ich vorne was machen. Und das wird hier bewiesen. Komm schon. Nein. Ey, wir drücken den so hinten rein. Der weiß gar nicht, was abgeht. Okay, das hat er gut gemacht. Bisher lassen sich die Karten gar nicht so schlimm spielen. Ganz ehrlich, in FIFA 20 waren Bronzekarten so eine Katastrophe.
In FIFA 21 bisher sind sie zwar auch schlecht, aber nicht mehr so schlimm. Einen riskanten Pass spielen kann und der trotzdem ankommt. So wie hier jetzt. Steckt durch. Nochmal in die Mitte. Und okay, schießen können sie nicht. Den 4-Sterne-Skill anvisieren. Zack, der geht in die Mitte. Sauber. Ein weiter. Einmal antäuschen. Nein, ja. Spiel ihn. Jo, was geht? Als hätten die was drauf. Die können sogar dribbeln und sowas. Ich meine, klar, irgendwann ist zu viel, wenn man es übertreibt. Oh mein Gott. Und dann kann man nochmal die Quittung kriegen. Schön Ärger gemacht. Schön Druck gemacht von hinten. Genau so. Genau so. Scheiße, aber Eckbälle sind gefährlich in diesem FIFA. Komm, ramm ihn um. Ah. Oh, fuck. Ich dachte, er spielt den kurz. Er hat mich rasiert. Kann uns aber nicht vom Ball trennen. Rückraum ist er. Wenn er den ganz normal trifft, dann führen wir wieder mit 2 Toren. Komm, Verteidiger, komm her. Ja, ja. Oh mein Gott. Was? Das war ein Schuss. Wo geht der denn hin? Alter. Ja, das war natürlich jetzt lost aus der Drehung. Aber es hat mich anders verwirrt, dass der aus 1 Meter Entfernung den Ball nicht trifft. Geh, 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 geh. Zack, zack. Und außen. Vielleicht ist es auch einfach nur die perfekte Formation. Man weiß es nicht. Hä? Vergisst auch den Ball. Manchmal verarschen die einen schon ein bisschen. Komm, unten. Oh, spielt er lang nach vorne. Nein, 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 nein. Okay, der kriegt auch seine Gelegenheiten leider. Und das nächste Tor. Oh, wie schnell es einfach geht, wenn er Steilpässe macht. Bitte, Hannibal, hör auf. Abseitsfalle. Der rennt einfach, der rennt einfach. Oh mein Gott, er hat uns gerippt. 3-3, bitte. Ein guter Fake-Shot, ja. Bei Rolle nach vorne, ja. Finde den in der Mitte. Nein, der bietet sich nicht an. Haben wir. Wir sind da, wir sind da, wir sind da. Wir machen Welle. Nice. Komm dichter oben. Nice. Wir suchen die Lücke. Sie ist nicht da. Da ist sie. Da ist der Freistoß. Da ist der Freistoß. Okay, ein direktes Freistoßtor ist eigentlich unmöglich. Wir müssen was probieren. Vielleicht kriegen wir den angespielt. Kriegen wir? Kriegen wir? Och, nein. Oh mein Gott. Ja, vielleicht ein dummes Tackling von ihm oder so. Kurzes Eck, Bruder! Come on. Ja, ja, er nimmt die mit, er nimmt die mit. Er ist nicht doof, er ist nicht doof, er ist schlau, er ist sehr schlau und gut. Yes, langes Eck. Wenn du den nicht machst, dann bist du gefeuert. Danke, Mann, danke. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass er grätscht. Dann hätte ich den vielleicht doch passen können. Ah, wo ist einer? Direkter Fake-Shot. Nicht genug Platz. Oh, okay, das war ein Riesenfehler von ihm. Aber wie lange der gebraucht hat zum Schießen. Und alle Gegner fallen zu Boden. Ey, die können es nicht fassen. Ganz unten ist er. Das denkt sich der Gegner. Deswegen gehen wir nach oben. Ja. Gritsch. Nein, nein, nein. Er legt ihn wieder rüber. Keeper muss schnell sein. Abseits, oder? Oh, das war am Rande des Abseits. Hätte eine Millisekunde später gepasst, wäre das Abseits gewesen. Ah, der ist ja gut versprungen, der Ball. Boah. Oh, ich hab doch Pass gedrückt. Ey, man hat's gehört. Man hat's gehört. Torwart, 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 Torwart. Das gibt's nicht. Torwart, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Dann ist die Partie auch durch. Ja, genauso ist es. Der Schiedsrichter pfeift ab. Wir gewinnen das erste Match bei Stil und Nosti mit 5-4. Ja, ich fand, wir haben gut gespielt. Wir hätten noch ein paar mehr Chancen vorne nutzen müssen, dann wäre es gar nicht so knapp gewesen. Das erste Game ist durch. Wir bekommen unser erstes Upgrade, unseren ersten Goldspieler, nämlich Roman Bürki für unser Tor. Man muss ganz ehrlich sagen, der hat vom Gegner jetzt nicht mega viel gehalten, aber vielleicht ist er ja bei uns ein richtig sicherer Rückhalt und wir gehen weiter ins nächste Game. Unser zweiter Gegner ist am Start und das ist ein nices Barclays Premier League Team. Leider ist seine Icon ein Leihspieler, das habe ich vergessen, meinen Regeln am Anfang zu sagen, weil es das im letzten FIFA ja quasi nicht gab, weil man nie gesehen hat, ob der Gegner einen Leihspieler im Team hat oder nicht. In diesem FIFA sieht man wieder, dass der Gegner Leihspieler hat und Leihspieler sind bei dieser Serie ausgeklammert. Um Leihspieler können wir nicht spielen und deshalb geht es in diesem Match um den nächstbesten Spieler. Wenn wir dieses Game gewinnen, dann bekommen wir den 5-Sterne-Skiller Rashford. Und wenn wir das Spiel verlieren, dann heißt unser neuer Torhüter Pope. Oh fuck, die Gegner spielen zu zweit, das ist mir bisher auch aufgefallen in diesem FIFA. Zu zweit zu zocken ist so overpowered. Ich meine, wir haben jetzt nicht nur einen krassen Teamnachteil, sondern die zocken auch noch zu zweit und starten sehr stark rein. Das wird so hart. Vorne,
kann der eine sich immer perfekt freilaufen. Hinten können die alle Passwege zustellen. Der eine nimmt den einen, der andere den anderen. Also dieses Koop-Spielen ist geisteskrank OP. Ist schon cooler, wenn man quasi 1 gegen 1 spielt. Ah, vielleicht können wir irgendwie was reißen in dem Match. Aber es wird sehr, sehr schwer. Boah, die stellen alles zu. Es gibt Freistoß. Komm, einfach mal probieren. Wenn man den grün timet, ist vielleicht was möglich. Alter, sehr lasch. Außenverteidiger macht mit, das gefällt mir. So können wir hier ein bisschen die Verteidiger auseinanderreißen. Sauber. Ein weiter. Komm, ein guter Fake-Shot jetzt in die Mitte. Der kann auch schießen, das haben wir letztes Mal gesehen. Und es steht 1:1. Ah, zu viele vorne bei denen. Kommt schon. Ja, nein. Oh, Torwart, Torwart, bitte. Ich habe eine halbe Stunde gedrückt, der hat keinen Meter gemacht. Und dann kann man nochmal über außen kommen. Nein, boah, der gefällt mir, der Junge. Ey, ey, oh mein Gott, das war schon am Rande des Fouls. Dampf machen. Bitte sei schnell. Du bist schnell, Bruder. Ja, oh mein Gott. Wenn der jetzt eine Rakete lässt. Ah. Nein, der kann er lang spielen, den wird er auch lang spielen, oder? Aber auf den anderen, nein! Ich bin nicht rechtzeitig rausgekommen. Keeper wurde aber rechtzeitig geholt. Und das war so wichtig. Unser Spieler war nicht dumm. Schön. Er ist im 16er. Er dreht sich, er wird gefoult, er holt den Elfmeter. Okay, der mit dem besten Elfer-Stat hat einfach 47 Elfmeter, das ist nicht so gut. Wehe, der schießt den rüber. Ich muss halt beinahe in die Mitte schießen, um kein Risiko zu haben, dass er einen 10 Meter daneben bolzt. Oh, das ist unser MVP, der 4-Sterne-Skiller. Oh mein Gott, Ich brauche den nochmal auf rechts. Nein, wir sind zu langsam, wir sind zu langsam. Gib den nochmal raus. Boah, wir spielen hier mit Leidenschaft hier im 16er. Wir spielen richtig mit Leidenschaft. Aber es war zu viel. Oh, fuck. Oh, fuck. Nein. Nein, nein, nein. Ja. Ja. Wir kämpfen einfach mit Mann und Maus da hinten. Diese Fake-Shots sind so gut. Ja. Wenn der drin ist, haben wir gewonnen. Wenn der drin ist, haben wir den Sieg. Und der ist drin. Der ist einfach drin. Der ist einfach drin. Alter, was geht hier ab? Ich habe gerade unnötigerweise einfach Nasenbluten. Ich muss los. Einfach... Hä? Unnötig. Warum habe ich Nasenbluten, Mann? Einfach Nasenbluten. Muss los. Irgendwas ist hier voll, Mann. Muss jetzt schon Kopf im Nacken halten, damit es nicht rausläuft. Ey, hört doch auf mit sowas. Der will passen. Der flankt. Der hat's gut gemacht. Oh, wirklich, Digga. Wie hält der den? Noch einen Angriff. Aber das war's. Wir gewinnen beide Matches in der ersten Episode Steal or No Steal. Ich glaube, das gab es seit 5 Jahren oder so nicht mehr. Krass, mit dem Bronze-Team einfach 2 gute Gold-Teams nass gemacht. Und hier dachte ich, nach den ersten 5 Minuten, wir kassieren 5-0 oder so, weil die am Anfang so stark gespielt haben, aber wir haben uns darauf eingestellt. Und trotz Nasenbluten, trotz wilden Sachen, die passiert sind, haben wir einfach auch das Game gewonnen. Auch im zweiten Game heute konnten wir uns einen Sieg erspielen und einen geilen Spieler holen, Rashford. Absolut schnell, absolut dribbelstark mit 5-Sternen-Skills, kommt in unsere Mannschaft und das ist nochmal ein absoluter Game-Changer. Also ab der nächsten Episode wird wahrscheinlich jeder Angriff über ihn laufen und ich bin richtig zufrieden mit unserer Leistung, dass wir 2 aus 2 in der ersten Episode gewonnen haben. Sehr, sehr stark und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Steal or No Steal feiert. Die nächste Folge kommt bestimmt in nächster Zeit. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo hier auf diesem Channel. Ist natürlich kostenlos, ist ein Klick. Schaut euch mal ein Abonnent von dem Kanal und man verpasst keine FIFA 21 Videos mehr. Ich bin raus, Leute. Macht's gut, bis dann und ciao.